Im zweiten Teil haben wir einen kurzen Abstecher gemacht in die Gemeinde von messianischen, also jesusgläubigen Juden in Tiberias, die Gemeinde Pniel. Wir beschäftigen uns ja mit dem Wort, wo Jesus sagt, ich bin tot gewesen, aber ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe sogar den Schlüssel vom Tod, aber nicht nur vom Tod, sondern auch von der Hölle. Und dort in Pniel ist mir das aufgefallen, zum ersten Mal so richtig, dass ein Jod, der Jeshua anbetet, eigentlich sagt, du bist die Hilfe für alle Eventualitäten von meinem Leben. Du bist wirklich die Lösung von allen meinen Problemen. Wir beten Jesus an als die Lösung von allen unseren Problemen. Das ist das, was mir sehr klar entgegengekommen ist. Auf unserem Reisli entlang dieser Thematik, der Tod von jetzt an, von hinten anschauen. Und nicht mehr einfach nur als Konfrontation und als ungelöstes Problem, machen wir einen weiteren Abstecher an See Genezareth. Der See Genezareth heisst auf Hebräisch Harfensee. Kinneret kommt von Kinor. Kinor heisst Harfe. Es gibt ein ganz berühmtes Lied über Jerusalem, das heisst Ani Kinor, ich wäre am liebsten deine Harfe. Wie gesagt, wir sind an diesem Harfensee, der so ein bisschen aussieht wie eine antike Harfe, wenn man von oben schaut, und haben dort ein besonderes Erlebnis gemacht auf unserer jüngsten Reise durch das Heilige Land. Wir hatten nämlich 10 Leute, die unbedingt gewünscht haben, ihre Kindertaufe zu bestätigen durch eine Glaubenstaufe, durch eine Erwachsenentaufe. Es war ein sehr besonderer Tag, bevor wir dann am Abend am Strand waren. Wenn ich dir noch etwas darüber sage, haben wir einen Tagesausflug gemacht, und zwar auf den See raus. Mit einem messianischen Besitzer von einem Boot, so ein bisschen nachgebaut im Stil von dem Jesus-Boot. Und er hat uns gezeigt auf dem See aussen, wie man seinerzeit gefischt hat. Er hat das komplett im Griff gehabt. Aber anschliessend hat er nachher mit einem Kollegen zusammen Anbetungsmusik gemacht, Lieder, die er selber geschrieben hat, die er selber singt. Und das war ein sehr berührender Moment, wieder einer von diesen berührenden Momenten, wo wahrscheinlich ein Türöffner war, dass jemand gesagt hat, schon 8 Jahre schiebe ich das vor mir her, dass Gott mir gesagt hat, komm mit mir jetzt eben auch noch in die Glaubenstaufe rein, mach den Schritt noch in den Tod von Jesus und nachher in das Leben rein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so ist der Wunsch entstanden. Am Abend waren es von über 40 Personen 10, die das gewünscht haben. Bewusster kann man diesen Vers auch nicht veranschaulichen. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Tod kann man wahrscheinlich nie so gut von hinten schauen, wie wenn man aus dem Taufwasser aufsteigt. Und so war es dann auch. Es ist auch dort niemand rein, in diesen sehr historischen See, in diesen sehr bedeutungsvollen Ort, in das Wasser, wo Jesus mal drauf gelaufen ist. Aber es geht weniger um diese Aspekte. Niemand, der nicht auch einen tollen Schöbel von Zeug hat hinter sich gelassen. Der alte Adam oder die alte Eva hat ersäuft, normal einfach im Wasser zurückgelassen und auferstanden mit Jesus ihre neue vertieften Beziehung. Das sind nicht Leute, die vorher ungläubig waren, aber Leute, die zum Teil lange Lebenskämpfe hinter sich hatten. Und für mich sehr eindrücklich war eine Person, die sich nochmal innerlich wollte lösen von einer Art wie eine Scheinehe, die ein Ausländer mit ihr geführt hat, für einen Schweizer Pass zu bekommen, eine sehr erniedrigende und demütige Lebensphase. Und da hat man dann gesagt, das ist jetzt zum Glück auch in Gottes Hände zurückgelegt. Es gibt ja eben auch Christen, die nie so ganz sicher sind. Sehen jetzt den Tod von hinten oder haben eigentlich noch vor mir mit grosser Ungewissheit, wo wir das ewige Leben verbringen, lebe ich wirklich ewig? Solche Leute könnten sich sicher auch mal überlegen, ist das für mich nicht der Schritt, der dran ist. Sehr mutig, sehr unkonventionell vielleicht, wenn man als Kind schon mal gestauft war, zu sagen, ich möchte vor mir selber, vor meinen Mitmenschen, vor Gott das bekennen. Ich möchte es nochmal durch eine wirkliche Glaubenstaufe erleben, was es heisst, mit Jesus sterben. Und nachher wird der Vers wirklich lebendig in manchem Menschenleben. Ich habe es oftmals beobachten, was das auslösen kann, wenn ein Mensch sagt, mal, ich möchte dort mit Jesus untertauchen, mit Jesus unverwüstlich auftauchen zu all dem, was noch weiterhin wird kommen. Jesus hat den Tod nicht nur hinter sich gelassen, sondern er hat sogar den Schlüssel vom Totenreich, den Schlüssel zum Tod. Wie kommt man an den Schlüssel her? Insofern, dass es vielleicht auch mit uns etwas zu tun hat, es wäre interessant, da ein bisschen
hineinzuschauen, wie ist Jesus zu diesem Schlüssel gekommen, wie kommen wir zu diesem Schlüssel. Das wird das Thema vom vierten Teil sein.